damit nochmal zum letzten Mal ein wunderschönes Hallo zu Pokémon Altöte Platinum Nuzlocke. Ihr habt es euch gewünscht, ich dachte mir, ja, okay, wir machen's. Wir spielen das Spiel noch zu Ende, aber nicht in der Nuzlocke, auch nicht mit irgendwelchen Regeln. Ich werde ganz viele Tränke und so eine Kacke benutzen, weil wir gucken uns einfach nur noch an, was jetzt hier so am Ende noch da wäre, was die Special Trainer für Mons hätten und mehr werden wir auch nicht machen. Dafür habe ich uns noch mal ein Team zusammengestellt mit Mons, die man weniger gesehen hat, finde ich, auch allgemein im Projektverlauf. Einmal Ariados, weil ich den irgendwie sehr cool fand, mit Bedroher, Vampire Fangs, Leech Life, Poison Jab für die Feen und SD. Und im Muskelband dann Togekiss ist wieder mit am Start, mit den Überresten und Serene Grace, mit Seed Bomb, Sikai Slam, was tatsächlich der Signature-Move anscheinend von dem Teil ist, was die Death erhöhen kann, was ja cool ist, war mit Serene Grace sollten wir da relativ häufig den bekommen. Nahkampf für die Steel-Types und dem Drachentanz. Dann habe ich auch das Rapidash reingenommen, auch wenn ich designtechnisch nicht überzeugt von dem Teil bin. Ich finde, das ist mit die hässlichste, in Anführungsstrichen, Regionalform. Es ist ein Wasserfeen-Pokémon, welches Adaptability hat. Müssen wir mehr drüber reden. Super viel Speed, soliden Special Attacks, Surfer, Moonblast, Psychic, Nasty Plot. Brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden, dass das ein absoluter Burner ist. Porygon Zed kennen wir ja, der kam aber ein bisschen wenig vor, habe ich das Gefühl gehabt, mit Zap Cannon, Ice Beam, Psychic und Nasty Plot. Dann haben wir auch Kreuzschnabel dieses Mal mit dem Lebenorb am Start. Pure Power fliegen momentan drauf, weil ich ein bisschen umherfliegen musste. Machen wir vermutlich zum Meteor Dive zurück, Hurricane, Aura Sphere und Rock Climb. Eigentlich hätten wir mit der Coverage alles richtig gut, deshalb habe ich mich für Lebenorb entschieden, weil ich wusste nicht, welches Item ich sonst drauf packen soll. Und wir haben dieses unfassbar coole Sherox noch dabei mit Technika. Stahl-Eis ist ja auch eine solide. Also wir haben halt eine Vierfachschwäche Kampf und eine Vierfachschwäche Feuer. Finde ich nicht ganz so geil, vor allem weil wir jetzt nicht so mega viele Antworten auch für Feuer haben, merke ich gerade. Wir haben halt Rapidash und das war's. Und es gibt eine Feuertop 4, also schwierig. Mit Icicle Spear kriegt ihr auch von Technika den Boost. Bullet Punch und Zertrümmerer kriegt auch den Boost. Also, ja, schauen wir mal. Es ist jetzt nicht das stärkste Team oder so. Und ich habe Ballkapseln auch verwendet. Es ist definitiv nicht der stärkste Squad, den ich hätte aufstellen können. Aber ich dachte mir, das sind so die, auf die ich zum einen Bock hatte. Und zum anderen auch die, wo ich sage, die haben wir mit am wenigsten gesehen. Dann kriegt ihr jetzt außerdem noch kurz die Werte. Das ist Sinnonian Ariados, hat 80 HP, 130 Attack, 80 Def, 50 Special Attack, 90 Speed Def und 97 Speed tatsächlich. Deshalb dachte ich mir auch, ich hätte durchaus Bock auf den, weil der Speed-Dingsbums ist eigentlich sehr, sehr gut, wie ich finde. Dann Rapidash hat 90 HP, 50 Attack, 75 Def, 120 Special Attack, 95 Speed Def und 110 Speed. Also mit dem Speedbad Adaptability und in Wasserfee wirft man eh fast nichts rein, ist einfach unfassbar strong. Und unser Scissor hat dann noch 80 HP, 120 Attack, 100 Def, 75 Special Attack, 85 Speed von 65 Speed. Ich glaube, das sind sogar die stinknormalen Werte, aber da bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher. Boah, wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Ich sehe gerade, dass dieser Vogeltrainer sogar optional war. Das ist glaube ich, das Schlimmste, was ich gerade erleben durfte. Dass diese dumme Drecksau einfach auch noch ein optionaler Gegner ist. Soll ich im Übrigen in diesem Part ein bisschen husten oder verschnupft oder so klinge ich? Ich bin nicht auf meiner Höhe. Also das bitte mit einkalkulieren. Ja. Ansonsten auch allgemein wird das wahrscheinlich ein längerer Part, vermute ich. Ich weiß noch nicht genau, wie krass wir den zusammenschneiden. Also ich, besser gesagt. Ich werde vermutlich schauen, dass ich nur die Special Trainer reinnehme. Und da werden wir wahrscheinlich auch den Kampf, je nachdem wie er verläuft, auch ein bisschen cutten. Weil es soll halt ein kompaktes Video sein, wo nochmal alles drin ist, was im besten Falle nicht über, sagen wir mal, die 45 Minuten hinausgeht. Wo ich mir sogar unsicher bin, ob wir das hinbekommen. Damit hätten wir den ersten Special Trainer Kampf hier gegen Marley. Die hat sogar nur 5 Pokémon, okay. Es kommt ein bisschen überraschend, muss ich gestehen. Ich dachte eigentlich, sie hätte ganz normal 6, aber offenkundig nicht. Starmie Lead finde ich auf jeden Fall erstmal fein. Hydropumpe sollten wir ganz gut wegstecken. Ich glaube, der hatte 10 Special Attack mehr. Das heißt, so wenig wird es jetzt auch nicht machen, aber ich denke nicht, dass es. Okay, das war. Okay. Lebenorb. Ich wollte gerade sagen, ich habe sogar überlegt, ob ich ein SD dagegen drücke, aber ja, das haben wir dann mal ganz getrost sein lassen.
Damit war es das mit Starmie. Wir kriegen nochmal ein paar KP zurück. Wunderbar. Was ist denn das nächste Mal? Ich bin echt gespannt, wie lange dieser Part jetzt hier wird. Ne? Ich kann es gar nicht einschätzen. Kurtel. Okay. Kurtel bedeutet für mich... außer er hat direkt Dürre. Aber Kurtel wundert mich, dass sie das hat. Ich dachte, sie hätte tendenziell vor allem schnelle Pokémon. Aber okay. Ja, hier hat sie nämlich jetzt noch ein Crobat. Das finde ich gar nicht so gut, weil ich habe... Ich glaube nicht, wobei soll ich probieren? Ich bin mit Rapid Dash auf plus 4, maybe outspeeden wir. Leider nicht, okay, schade. Das wäre auch zu schön gewesen, weil Rapid Dash bisher einfach alles an die Wand gebreddert hat immer. Aber gut, Crobat dann leider doch ein Ticken zu schnell, trotz den 4 Leveln Unterschied. Ein Sneepona hat sie noch. Ja gut, warum ist da Kurtel gewesen? Also dieses Kurtel verwirrt mich gerade komplett, weil ich dachte immer auch, sie hätte ein schnelles Team. Auch wenn Akani in meinen Augen jetzt auch nicht unbedingt zu den ultraschnellen Pokémon gehört, aber... Das finde ich irgendwie weird und natürlich überlebt er einen Bullet Punch und jagt mir noch einen Low Kick rein. Willst du mich veräppeln? Und wir leben den nicht, weil es halt eine fucking Vierfach... Bisher bin ich von Sherox noch nicht überzeugt. Der sieht mega cool aus. Aber das war es dann auch so an der Stelle. Okay, und das letzte Mon von ihr ist ein Scepter. Warum? Hä? Warum zum Teufel? Warum hatte sie... Also eigentlich ist ihr Signature Mon nämlich Akani. Aber warum hatte sie ja ein Kurtel? Weil sie hatte ja nicht mal irgendwas, was krass von der Sonne profitiert. Das checke ich halt gerade gar nicht. Aber okay, Marley, der ist Lead, das ist aber egal. Der wird eher an meinem Move jetzt sterben und dann passt das Ganze. Aber ich bin mega verwirrt über ihr Team, weil eigentlich, also es passt gut. Und dann ist der Kurtel. Wäre statt Kurtel Akani, würde alles voll fein sein, weil Akani ist immer noch ihr Signature-Mon. Und deshalb passt er da immer noch rein. Wobei, es gibt ja nicht das normale Akani. Aber dann hätte sie halt das Sinnonian-Arcanine gehabt, was auch komplett gepasst hätte. Außer der hat einen krassen Speed-Drop bekommen. Aber, oh, der hat sogar einen Fokus-Gurt. Oh, das ist gar nicht mal mehr... Das ist gar nicht so gut. Ich glaube, ich habe keine Prio mehr. Und ich weiß gerade gar nicht, wer mein letztes Mon ist. Ich glaube, es kann sein, dass ich jetzt hier gegen das Scheißviech verliere. Weil ich weiß nicht, ob Porygon Z einen Hit lebt. Sag mir jetzt bitte nicht, ich gehe hier in einem 5 gegen 6 Battle drauf. Weil das kann tatsächlich sein. Oh, wow. God bless the Beleber. Da ich konnte ich nämlich schnell meinen Sherox wiederbeleben. Und wir können mit der Privatage den rausnehmen. Ja, das... Also ich hab auch schon auf dem Weg hierher gemerkt, das Team hat ein paar Schwächen. Aber es sind halt coole Mons, die man irgendwie nicht so oft gesehen hat. Und deshalb will ich die eigentlich schon benutzen. Maybe ändere ich sie nochmal vor der Liga. Aber nee, ich glaube, wir werden einfach... Ja, mal mit dem Team weitermachen. Einfach gucken, was wir da rausholen können. So, Marley bringt man ja hier an einen bestimmten Punkt in der Victory Road. Und in dem Spiel, genauso wie in Renegade, kommt man dann hier an eine Stelle, wo man normalerweise, ich glaube, Shaman begegnen würde. Oder ist es einfach eine extra Insel? Ich weiß es gar nicht genau. Und ich muss auch allgemein sagen, ich mag diese Insel eigentlich sehr gerne. Weil die irgendwie ganz hübsch gestaltet ist. Mal muss man über Wasser, mal muss man über Land. Ist immer so ein bisschen unterschiedlich und es gibt sehr viele Wege. Und ich kann euch auch allgemein sagen, die Trainerkämpfe wären hier noch sehr, sehr hart geworden. Also das hätte sich schon noch ein paar Parts gezogen, bis wir in der Liga gewesen wären. Also die Siegestraße hätte Minimum 2 Parts gebraucht, sage ich. So. Und jetzt haben wir noch einen Kampf gegen die gute Dawn. Ich weiß gar nicht, ob sie einen anderen Squad hat. Das heißt, sie müsste Mamoswine... Ich glaube, Alakazam hat sie noch. Und dann beim Rest schon wieder gar keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber ja, schauen wir einfach mal, was jetzt. Hier sogar nur 5 Pokémon leadet direkt mit Alakazam. Stark, dass ich natürlich nicht, weil mein Dark-Type so hoch gelevelt ist, damit geleadet habe gerade. Ich liebe es. Ich bin absolut begeistert. Okay, das zweite Mon ist ein Clefable. Aber ich glaube, das hatte sie auch immer... Das fühlt sich jetzt zumindest nicht neu an. Ich glaube, das ist ein Ding, das hatte sie schon mal. Und dagegen, glaube ich, hatten wir auch durchaus unsere Probleme, wenn ich mich recht entsinne. Aber da haben wir jetzt auch noch einen Bullet Punch in the Bag. Ein Flamara hat sie auch noch. Okay, das ist sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob sie das... Hat sie das jemals gezeigt? Ich glaube schon. Ich glaube, wir kennen sogar ihr ganzes Team. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, danach kommt halt noch Marmutel und der Starter normalerweise. Und ich glaube, das hatte sie auch schon in Elysis, als wir gegen sie gekämpft haben. Das war sehr viel Damage, muss ich sagen. Da ist dann auch schon das Marmutel. Ich weiß gerade nicht, welchen Starter sie hat. Sie müsste ja eigentlich
Panferno, I guess, haben. Ich glaube ja. Sie müsste ja jetzt eh die Bodenattacke drücken. Das heißt, wir können jetzt in unser Kreuzschnabel gehen. Im Übrigen, ich glaube, ihr solltet jetzt mittlerweile sogar alle Konfettis beziehungsweise diese Pokekapseln gesehen haben. Von nein, ich hoffe es zumindest, ne? Ich hoffe es. Ah nein, das letzte Pokémon ist tatsächlich Empoleon gewesen. Ich dachte, sie hätte Panferno gehabt, weil wir... Haben wir mit Panflam gestartet? Nee, wir haben doch Shellas genommen, oder? Ich wäre mir eigentlich recht sicher gewesen, wir hätten Shellas gehabt. Aber es kann auch sein... Ja, doch, dann ergibt auch Empoleon tatsächlich sehr viel Sinn und nicht Panferno. Ja, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich bin der Dummbatz. Oh, ich habe sogar gerade gesehen... Nein, ich wollte euch... Oh, ich bin dumm. Ich wollte euch die Sekai Slam Animation zeigen. Damn, ja, sorry. Deshalb... Ah, mein Gott. Naja, dafür haben wir sie jetzt besiegt. Ich weiß gar nicht, ob man von ihr dann irgendwas bekommt, aber hey, das war der Dawn-Kampf. So, dann zeige ich euch jetzt noch einmal die Sekai Slam Animation. Die ist nämlich sehr cool. Sie ist so ein bisschen... Ich glaube, eine Fusion aus Gigastoß und Blattgeisel müsste die Animation sein. Gefällt mir persönlich auf jeden Fall sehr gut. Und damit haben wir es auch offiziell in die wundervolle Pokémon-Liga geschafft. Sweet! Ah, und was ich euch auch noch zeigen wollte, auf der Suche nach Sichlor habe ich tatsächlich ein Shiny Mytiana gefunden, was ich sehr cool fand. Da habe ich überlegt, ob ich es reinnehme und dann habe ich natürlich wieder eine Chill Cure als Fähigkeit gesehen und dachte mir, ja gut, dann halt eben nicht. So, dann haben wir jetzt hier auch noch unseren mächtigen Kampf gegen E, der mir sowieso im ganzen Spielverlauf echt auf die Eier gegangen ist mit seinem Squad. So, und eigentlich, ich sollte daraus gelernt haben, er leadet mit Tauboss. Ist ja eigentlich auch scheißegal, es ist ein Flug-Pokémon. Wir haben Cheeksen vorne. Der ist das letzte Mal dagegen draufgegangen. Dieses Mal wird mir das nicht passieren. Einfach Sepp können, gib ihm. Er kann ein Boomburst und ich bin mir sehr sicher, der hat die Mega-Tauboss-Stats, weil... Der hat auch schon in der Siegelstraße, wo ich gegen den Vogeltrainer wieder gekämpft habe, hat der auch schon genau ungefähr so viel, so einen riesen Batzen an Damage gemacht. Es wird so befriedigend sein, den jetzt gleich umkippen zu sehen. Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube auch, den Squad kennen wir eigentlich in- und auswendig. Weil ich glaube nicht, dass er nochmal groß was verändert hat. Es würde mich zumindest etwas wundern, wenn da sich jetzt nochmal groß was verändert hätte. Aber wer weiß, genau, da kommt jetzt nochmal das Pflanzen-Normal-Ampharos. Das irgendwie, ich weiß immer noch nicht, an was mich das Teil genau erinnert, aber an irgendwas erinnert es mich. Ich glaube, ich kann sogar gegen den Easy D-Dancen, fällt mir gerade auf. Okay, ich kann doch nicht so Easy D-Dancen, denn Hyperstrahl wurde hier zu einem Move gemacht, der ein Recoil-Move ist. Das bedeutet wahrscheinlich so eine Art Flammenblitzes, weil der hat den gerade abgefeuert. Ihr seht, wie mein KP-Balken aussieht. Das sieht nicht so rosig aus, ne? Das kennt man, das könnte ein bisschen besser laufen. Damit war es das jetzt schon mal mit dem, Gott sei Dank. Das hat mir gerade, ich dachte mir so, okay, Hyperstrahl, aber dann drücke ich nochmal Drachentanz. Und dann habe ich gesehen, dass der sich selber Damage macht und dachte mir, im letzten Part lernt man dann auch nochmal was. Auch Wildjan mega. Also im Normalfall sind wir ja schneller, ne? Wenn der Protect hat, ist doof. Okay, dann ist der halt jetzt einfach weg. Auf jeden Fall, ja. Ist das jetzt ein totes Jan mega? Und ich bin sehr gespannt, wie die Liga laufen wird. Die wird nicht einfach, denke ich... Er hat einen Sash, okay. Die wird, denke ich, nicht sehr einfach. Dann müssen wir mal gucken, wie das da so laufen wird. Na, dann müssen wir mal gucken. Und da ist auch Panferno der Starter, sogar Level 71. Das ist faszinierend. Denn meine Level Cap, die hier steht, steht mit 70 da. Also diese Level Cap ist definitiv nicht korrekt. Also ich habe ja hier eine Liste... Die nicht von irgendwem mir geschickt wurde oder so, die ist als Dokument ja beigelegt. Und da sind jetzt schon einige Sachen falsch gewesen, muss ich gestehen. Also es waren ja zwei, drei Sachen, die nicht richtig waren. War das gerade Lebenhop? Ja, ne? Wenn der jetzt schneller ist, wird schwierig, aber eigentlich sollten wir den outspeeden, ne? Wunderbärchen, so sehe ich das gerne. Dann ist das ein besiegtes Panferno. Boah, dieses Rapidash, also auch wenn es designtechnisch mich nicht so überzeugt, offensiv und so ist das mega geil, weil... Ich sag mal, das Typing gibt einem immer die Option, einen Nasty Plot rauszubekommen. Teilweise sogar zwei und dann besiegst du halt einfach alles. Also, was soll. Also, klar, sowas wie Snorlax, was speziell defensiv eine Wand ist. Hallöchen, Snorlax an der Stelle. Das überlebt natürlich sowas dann schon mal. Aber ansonsten nichts wirklich. So, und dann kommt nochmal das Flauze. Das dürfte, glaube ich, sogar. Ja, ich wollte gerade sagen, das müsste das letzte Mon sein. Es könnte uns outspeeden und jetzt nochmal einen miesen Wave Crash raushauen. Der mich potenziell killt. Das interessiert mich jetzt. Weil Medicham ist nicht wirklich bulky, aber könnten wir ein Leben, dadurch, dass wir 5 Level drüber sind? Die Antwort ist offenkundig nein. Wundervoll. Lieben wir. Gut, dann besiegen wir ihn halt eben mit unserem Ariados. Das ist auch nicht das Problem. Er hat sich Gott sei Dank genug Selbstdamage gemacht. Und damit hätten wir eh ein letztes Mal
besiegt. Und das bedeutet, jetzt kommt Top 4 und Champ. So, Herr Baro, gegen dich haben wir ja schon mal tatsächlich gekämpft. Und das Problem ist, da hatte er kein volles Bug-Type-Team. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Ding, was sich hier durch das Projekt gezogen hat. Jetzt bin ich sehr gespannt, was er hier so hat. Er leadet mit Lidian. Das ist schon mal gut, weil das Teil normalerweise Käferkampf ist. Es ist die Frage, ob ich Fliegen drücke oder gleich auf den Orkan gehe. Ich glaube, wir gehen einfach auf den Orkan. Der hat 85 Genauigkeit, das ist wie ein Feuersturm. Und ich sage euch, wie es ist, ein Feuersturm drücke ich eigentlich auch immer mit der Gewissheit, dass ich den hitten werde. Das ist für mich... Toxin hat auch nur 90 Genauigkeit. Zwischen 90 und 85 ist für mich kein großer Unterschied. Deshalb, wenn ich das drücke, gehe ich davon aus, dass wir den hitten. Und das war es dann schon mal mit Lidian. Wunderbar. Starmie, das ist absolut mein Lieblingskäfer-Pokémon. Ja, wisst ihr noch, als wir gesagt haben, wobei, der resistiert Wasser und Psycho. Actually ist das ein bombastischer Starmie-Check. So, wir machen zwar nicht wirklich was in the bag, aber eigentlich resistieren wir alles, was so ein bisschen Stab-mäßig uns entgegenkommt. Wobei man sagen muss, dass trotz der Resistenz die Hydropumpen von Starmie ordentlich reinbrettern. Aber Gott sei Dank haben wir einen plus 2 Eisspeer jetzt, der ordentlich zwiebeln dürfte. Und sollten wir es brauchen, hätten wir noch Bullet Punch in the bag. Nicht sehr effektiv, das sah mir gar nicht mal so sehr danach aus. Wobei, naja gut, wir haben ja Techniker, wie gesagt, und wir haben Schwertanz, also Intus, deshalb. Und Starmie ist jetzt auch nicht überdimensional bulky. Das passt schon. Drapion, okay. Jetzt hat er ihn, ne? Den haben wir ja beim letzten Mal vermisst. Da würde ich jetzt einfach mal den plus 2 Bullet Punch Damage, den wir noch raushauen können, sehr gerne mitnehmen, weil das, boah, das ist richtig viel Damage, noch geil. Und dann können wir ihn mit irgendwas Schnellem einfach revengen. Wie zum Beispiel unseren überdimensional lächerlich overpowerten Pferd. Ich liebe dieses Pferd, ne? Wie gesagt, designtechnisch echt nicht so krank meins, auch wenn es natürlich passt, weil es ja irgendwie an ein Kelpie, heißt das Ding, glaube ich, angelehnt ist. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt... Sollen wir wechseln? Ich glaube, ich wechsle hier auch lieber. Ich glaube, wir spielen hier lieber auf Nummer sicher, als dass ich zu risky hier rangehe. So, und dagegen sind wir mal ganz getrost auf plus 6 gegangen und hauen jetzt einen Sekai Slam raus. Und auch wenn Tangrowth eine gute Def hat, ich bezweifle jetzt einfach mal stark, dass das lebt, zumal wir 6 Level drüber sind. Level Cap an der Stelle wäre übrigens 78. Ich weiß gar nicht, ob ich die Level Cap maybe so mit einblenden werde, dass ihr die dann immer sehen würdet. Aber eigentlich ist ja die ganze Zeit 78 da. Sie verändert sich eigentlich nur noch für den Dingskampf. Aber ich dachte mir, hier würde ich auch auf jeden Fall mit diesem Level reingehen. Also da kenne ich gar nichts. Ah, da hätten wir Ariados nochmal gesehen. Also hier wäre ich auch eiskalt auf Level 7, wäre ich auf 78, glaube ich, sogar hochgegangen. Weil es einfach die Level Cap von Cynthia gewesen wäre. Und da hätte ich, hey, einfach gar nichts mehr gekannt. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das auch definitiv der Play gewesen wäre. Wobei ich sagen muss, die Siegesstraße hat schon einiges abverlangt. Ich glaube, ich hätte mich da zwischendurch definitiv dazu entschieden, nochmal abzuändern und wahrscheinlich die Level nochmal drastisch zu erhöhen. Beedrill eigentlich auch ein cooler gewesen. Habe ich auch überlegt, ob ich mir den holen soll. Habe ich aber dann schlussendlich doch sein lassen. Und damit hätten wir die erste Top 4 wundervollerweise erfolgreich geschafft. So sehe ich das doch sehr, sehr gerne. Ich meine, ich habe mein Team auch ein bisschen danach ausgelegt, dass ich den ein oder anderen Setup-Sweeper habe, damit es maybe ein bisschen länger geht, weil für euch ist wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel Zeit vergangen, für mich schon eine Dreiviertelstunde, also. Top 4 Nummer 2. Was hat sie so zu bieten, die Bertha? Wir haben auf jeden Fall unser D-Dance Togekiss vorne. Im besten Falle sweepen wir einfach. Mich würde es Tyranitar, okay. Also ergibt Sinn, weil, ne, Sand und so. Mich würde es wundern, ja, der hat sicher einen Eishieb, ne. Ich werde es trotzdem mal probieren. Ich probiere jetzt einfach trotzdem ein bisschen D-Dances rauszubekommen. Maybe können wir trotz allem sweepen mit irgendwem. Ich meine, unser Pferd hätte auch durchaus... Oh, na ja, Mensch, Tyranitar, was machen Sie denn da? Das kommt mir doch allzu bekannt vor. Ich würde halt gerne 2 D-Dances intus haben. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ich kann es nicht einschätzen, ob das einen Fokusgurt trägt. Oder nicht? Also eigentlich hat er jetzt meinen D-Dance gesehen. Das heißt, er will ja jetzt eigentlich nochmal D-Dancen, um schneller zu sein. Das Problem ist, ich kann mir sogar vorstellen, dass die KI an der Stelle einfach angreift. Ich hoffe es nicht. Okay, sie geht nochmal auf D-Dance. Gut. Und wir werden jetzt auch nicht auf... Wobei, Seed Bomb Stab plus 2. Sollte eigentlich ein Tyranitar rausnehmen, ne? Weil ich kann... Also eine Antikampfbeere kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein Ding ist. Weil Vierfachschwächenmons haben gerne solche Items. Deshalb gucken wir mal. Wir gehen auf Seed Bomb. Ich glaube, das finde ich besser.
Genau, und das ist auch weiterhin. Ich sag, Tyranitar hätte ich sogar zugetraut, dass der Gestein Drache wird, weil das halte ich für nicht so unwahrscheinlich. Und es hat keinen Fokus. Gut, ja, dann gehen wir mit deinem plus 2 Togekiss hier raus. Das feiern wir. Was ist denn das nächste Werte, Bertha? Ich weiß gerade gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Das hätte ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Ich habe nur Bertha jetzt im Kopf, weil ich Bertha gelesen habe. Rampardos. Ja, das gibt einen Sicker Slam. Ja, ich glaube, wir sind hier relativ gut gepreppt mit unserem Togekiss an der Stelle. Weil ich glaube auch, dass der jetzt hier an der Stelle einfach umkippt. Im besten Fall kippt alles um. Ich meine, der Sand ist durchaus ein guter Buff für Rampardos. Wegen, ne? Rock Dragon. Gibt ja den Spedef Boost mal 1,5. Das nimmt man mit, aber den Kill nehme ich erst recht mit. Und noch meinen Defense Boost sehe ich auch gern. Nidoqueen kommt noch. Okay, das Teil ist sogar wirklich ein bisschen nervig. Dem traue ich sogar zu, dass es einen Seedbomb auf jeden Fall lebt. Auch wenn wir auf plus 2 sind, ist halt nur neutral. Aber wenn der physisch angreift. Oder? Oder auch nicht. Oder Togekiss hat Miesbock. Ich meine, ja, wie gesagt, ne, wir sind halt 5 Level einfach auch drüber. Ich glaube, wenn wir nicht 5 Level drüber gewesen, aber ich sage ehrlich, ich hätte jetzt gesagt, wir. Ja, eigentlich, ich weiß nicht, warum ich dachte, wir two-shotten den nur. Ich meine, Togekiss hat ja 120 oder 125 Attack waren's. Das ist ja auch nicht wenig. Ne? Das ist ja auch bei weitem nicht wenig. Metagross. Okay, der ist super nervig. Das ist bisher das Nervigste. Mal gucken, ob ein Nahkampf den killt. Ich bezweifle es fast. Aber das ist so, zusammen mit Steel Flying, so die Steel-Kombination, gegen die Togekiss nicht wirklich gut rankommt. Ja. Dadurch leben wir. Also, wir sind jetzt quasi auf plus 0, wollte ich gerade sagen. Aber Ice Heap, glaube ich, leben wir nicht. Nee. Das war es dann mit unserem Togekiss-Sweep. Aber dann macht eben der Rest die Finish-Line. So, dann Spurs kommt noch. Na klar, ja, logisch, ne? Das passt natürlich sehr, sehr gut hier rein. Wir sind sogar schneller als der, was mich verwundert. Also, wie gesagt, höhere Level ja. Aber dann Spurs hatte ja, glaube ich, 130 Base Speed und wir nur 110. Das ist ein 20er Unterschied. Das ist schon viel. Da hätte ich jetzt nicht gesagt, dass die 4 Level ausreichen. Ich hätte schon gesagt, dass wir jeden Hit leben. Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass wir so gut da durchkommen. Aber finde ich natürlich umso besser. Was ist denn das letzte Mon jetzt noch? Irgendwas, was wahrscheinlich einfach nicht Boden oder Gestein ist. Oder auch nicht. Jetzt kommt nochmal das Regional Sandslash. Auch schön, den nochmal zu sehen. Ich habe auch den nachgeguckt. Der ist leider wirklich Mono Rock. Was ihn sehr unspektakulär gemacht hat für mich. Allgemein solltet ihr Interesse haben, um zu gucken, wie die ganzen Mons, was die Typing-Changes sind, würde ich, glaube ich, hier unten, ich glaube nicht, dass das Dokument verlinken ein Problem ist. Das Dokument vermutlich verlinken, wo ihr euch die Changes nochmal alle geben könnt. Nummer 3, der gute Flint aka Ignaz. Es ist immer so faszinierend, wenn die deutschen und englischen Namen gefühlt gar nichts miteinander zu tun haben. Ich hoffe einfach, ich kann hier mit Rapidash durchbrettern. Ne? Das wäre so ein bisschen mein Träumchen. Typhlosion, weiß ich nicht, ob der groß was hat. Also ich würde halt gerne einen Nasty Plot mitnehmen, ist die Sache. Deshalb mache ich das jetzt auch. Ich bin schon mal schneller, das ist sehr gut. Und dann hoffe ich einfach, dass der plus 2 Special Attack Boost ausreichen wird. Der hat Erdkräfte. Das war's? Erdkräfte? Echt? Das ist dein Angriff, den du wählst? Weil ich sage, maybe kriegen wir da einen weiteren Nasty Plot. Ja, okay, das macht. Okay, das hat wesentlich mehr gemacht, als ich gedacht hätte. Ich weiß nicht, ob der den Bodentyp dazu bekommen hat. Ich weiß, es gibt ja den Hack, gibt einen Hack, den wir hier schon mal auf dem Kanal gespielt haben, wo die Mega-Entwicklung von dem Feuerboden wird. Jetzt muss ich natürlich auch noch hoffen, dass wir im besten Falle hier kein Sash Typhlosion vor uns haben, sonst wäre das auch ein bisschen nervig. Und haben wir Gott sei Dank nicht. Nice. Rillum ist auch sehr interessant. Auch hier hoffe ich einfach wieder, dass kein Fokusgurt da ist. Wenn da kein Fokusgurt da ist, ist der auch einfach weg. Und das war auch ein bisschen meine Hoffnung bei Rapidash für diese Top 4, weil wir sind jetzt auch gegen Feuer nicht so geil aufgestellt, dass Rapidash da einfach kurz einen Prozess mitmacht. Geil. Oh, das tut schon fast ein bisschen weh, Tropius wiederzusehen. Vor allem, wenn man sich daran erinnert, wie dumm das Teil gestorben ist bei mir. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ja neutraler Damage an der Stelle. Killt das trotzdem dank Adaptability und plus 2 eigentlich ja, oder? Und den 5 Level höher? So sieht's aus. Ein, warum auch immer, Velsa ist hier. Ich weiß jetzt nicht genau, was der da. Also, der hat ja nicht mal im Entferntesten was mit Ignaz zu tun. Den Check. War das gerade resistiert? Nee, oder? Der ist aber nicht Feuer. Nein. Nein, das kann mir keiner erzählen, dass der Feuer ist. Also bei Octillery sehe ich es noch irgendwo ein. Ein Octillery hätte ich hier actually gesehen. Der würde nämlich auch mein komplettes Set hier checken. Aber
Warum Welser? Also Octillery hätte ich. Also Octillery hätte sogar richtig gut hier reingepasst, fällt mir gerade auf. Oh. Ja, der checkt tatsächlich auch mein komplettes Set. Nachdem wir nicht wirklich irgendwie. wir haben auch keinen Zugriff auf eine Bodenattacke, fällt mir gerade auf. Ja, bisschen schwierig jetzt. Aber eigentlich sollte er eher auf die Dingsattacke gehen. Aber durch H2-Ups, aber checkt er mich komplett. Okay, das, Aggron hat mir gerade ein paar mehr Probleme gemacht, als es tun sollte. Ich muss den jetzt sogar mit meinem Togekiss mit Nahkampf killen, weil der einfach gedenzt hat und dadurch sogar mein Meditalis outspeedet hat. Dann wollte ich ihn mit Porygon's Z Zap Cannon paran und den hat er auch einfach mit Flammenblitz gewone-shottet. Das war alles nicht ganz so witzig, gerade Honchkrow ist das letzte. Aber ich sag, das Teil hat viele Tag, das sehe ich noch irgendwo ein, dass er den besitzt. So, eine gediegene Runde Icicle Spear sollte das machen. Der hat mir gerade sehr viel Damage mit Nachthieb gemacht, weil es ein Crit war. Okay, das Two-Shottet sogar. Also, ein Eisspeer reicht aus zum Two-Shotten, das ist natürlich super geil. Und das war's dann auch schon mit Ignaz. Wundervoll, das heißt, nur noch Luciano steht vor uns. Und hoffen wir mal, dass der auch sehr machbar wird. Top 4, Nummer 4, Lucian heißt er hier. Ich glaube, im Deutschen heißt er aber Luciano, oder? Oder Luciano, Luciano, keine Ahnung, ich... Wer weiß das denn auch schon? Bronzong im Lied, okay. Solange da kein Trick Room kommt, würde ich sagen, kann ich hier einfach ganz chillige Brise meine SDs rausholen und im besten Fall alles an die Wand sweepen. Also ich habe ein bisschen Angst vor Trick Room Musik. Ja, genau das dachte ich mir, okay. Das heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt ein bisschen Trick Room stallen, sonst wird das ein bisschen knifflig. Aber Gluruball sollte, glaube ich, auch nach einem Intimidate nicht mehr so viel machen. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Das ist verdammt viel. Okay, das war ein Crit. Okay, dann macht er echt nicht so viel. Und ein Vampire Fangs auf plus 6 killt den natürlich. Das steht, denke ich mal, komplett außer Frage. Ich hoffe, ich habe jetzt die Runden nicht verzählt. Und eigentlich sollte jetzt an der Stelle der auch zu Ende sein. Wenn ich mich nicht irre. Genau, die Twisted Dimension ist zu Ende. Und Mawile kommt. Wow. Stahlfee. Das ist wirklich ein sehr nerviges Typing. Ich glaube, ich greife einfach weiter an. Auch wenn das resistiert wird. Also, wenn der Mega Flunkiefer-Stats hat, selbst dann ist es okay. Wir sind plus 6. Ich glaube, das killt. Es killt ganz. Ist das sad? Nee, er hat einfach so überlebt. Ja, der wird sicher Mega Flunkiefer-Stats haben und mich jetzt rausnehmen, oder? 3 Millionen % hat er das. Also, würde mich stark wundern, wenn das einfach nur ein random Mawile in der Liga wäre. Ja, 100%. Okay, freundlicherweise. Oh mein Gott. Hat sich das Teil sogar mit einem Lehmob selber gekillt. Das Altaria kann Flammenblitz. Ach man, Cherox, dein Typing ist es halt auch mit dem Buff von Eis einfach nicht, ne? Diese Vierfachschwäche Kampf und diese Vierfachschwäche Feuer. Ich glaube, er kann sogar als Hidden Ability auch Flashfire haben. Das würde das wenigstens umgehen. Aber es ist es einfach nicht. Es ist es einfach nicht. Executor ist hier sogar mit dabei. Wow. Der hat ja Filter, wie wir gelernt haben. Deshalb ist Mondgewalt, glaube ich, sogar besser als Eisstrahl hier. Unser Pferd ist im Übrigen mal wieder auf plus 4 gelandet. Habe ich mal fix gegen das Altaria gemacht und das dementsprechend natürlich auch besiegt. War gar kein Stress. Also, ich glaube, dass Rapidash jetzt hier auch einfach durchbrettert. Also, wenn er noch Galagladi hat, der könnte Speedtie-mäßig uns Konkurrenz machen. Wie gesagt, mega Galagladi-Stats sehr wahrscheinlich. Das habt ihr mir auch damals unter die Kommentare geschrieben und ich weiß nicht, warum ich nicht dran gedacht habe, dass die ganz offenkundig. Vor allem logisch gesehen, von dem, was wir bei dem Galagladi da gesehen haben, offenkundig Mega-Stats haben und das wahrscheinlich alles, was sich Mega entwickeln kann, auch diese Stats übernimmt, wie zum Beispiel Tauboss. Ein Mega-Tauboss mit Überschallknall wäre, glaube ich, auch ein bisschen broken gewesen damals. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass das schon ein bisschen krank wäre. Boah, jetzt hätten wir es sogar geschafft, keinen Mon über die Level-Cap zu bringen. Aber ich glaube, selbst wenn ich jetzt wechsle, ändert das nichts. Das Gnor hat er noch. Okay. Nicht mal sein Dingsmon. Sein Galagladi. Also, Altaria war jetzt in dem Fall sein Signature. Bei Dings war es, ich glaube, das Bibor oder das Ariados. Ich glaube sogar das Ariados. Bei der Dame Hertha hieß sie. Nee, Bertha hieß sie, glaube ich. War es ja der Dunsburce. Und bei unserem Feuerfuzzi Ignaz war es. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Bei dem weiß ich es gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Naja. Und auf diesen Kampf bin ich jetzt absolut gespannt, weil ich echt nicht einschätzen kann, was Cynthia für ein Team hat. Also gar nicht, ob sie ihr Garchomp überhaupt behält, was ihr Regional Signature Mon ist.
Ich kann gar nichts einschätzen. Es kommt Spiritomb, aber trotzdem lieb. Na gut, da sagt Rapidash schon mal vielen herzlichen Dank für die Runde Nasty Plot, die wir bekommen werden. Und je nachdem, wie viel Damage der mir macht, wird das nicht nur eine Runde sein, die wir hier bekommen. Schauen wir mal, was macht der Spukball? Will-O-Wisp? Ja, das ist mir halt scheißegal. Ich sage euch ganz ehrlich, ist mir kackegal, ob der mich willowt. Also ich würde noch einen mitnehmen, weil ich glaube, dann würden wir auch sowas wie Milotic mit Mondgewalt einfach rausnehmen. Cynthia, was ist so ihr Gameplan? Pain Split. Das ist der Plan. Ich lehne mich so weit, also ich drücke halt jetzt noch mal Nasty Plot, ich kenne hier gar nichts. Also auch, ich habe jetzt nicht vor, dieses Battle irgendwie krass spannend zu machen. Das ist jetzt hier nur ein Showcase im Endeffekt. Und wenn wir hier schnell durchkommen, kommen wir hier halt schnell durch. Shadow Sneak kommt noch, ich weiß nicht. Hättest du nicht nochmal Pain Split drücken können, das hätte ich durchaus mitgenommen. Wir heilen uns halt nicht mehr entgegen. Und wenn da was Schnelleres kommt, dann haben wir uns hier im Endeffekt umsonst gesetupt. Maybe hätte auch einfach plus 4 gereicht, um ehrlich zu sein. Weil jetzt nehmen wir doch ein bisschen mehr Damage mit, als es wahrscheinlich hätte sein müssen. Aber naja, Mondgewalt, auf geht's. Shadow Sneak kommt nochmal, jetzt sind wir halt bei 50%. Beziehungsweise drunter sogar. Ja, irgendwie, nee, mit der Entscheidung bin ich jetzt nicht mehr ganz so zufrieden. Ich meine, ich kann Tränke benutzen, wenn ich das möchte, aber am Ende des Tages will ich es eigentlich immer tendenziell ohne spielen. So, ich mag das auch privat immer sehr ungern, irgendwie Tränke zu benutzen. Also, im Pokémon. So, in der Richtung. So, gucken wir mal. Spiritomb. Ich sag, das ist so ein typisches Cynthiamon, Milotic und Knackrack. Alles andere kann eigentlich in meinen Augen easy ersetzt werden. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, was da kommt. Raichu. Oh, stimmt. Der war stark. Der war stark. Passt auch, finde ich. Ist aber nicht schneller, ist somit auch tot. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das stimmt, den haben wir. Haben wir den irgendwo schon mal gesehen, außer bei einem random Trainer oder so? Ich glaube, bei dem Doppelkampf mit Saturn zusammen haben wir den gesehen. Seitdem nie wieder, weil der ist ja eigentlich recht strong. Der hat defensiv durchaus Value inzwischen bekommen durch den Eisbuff und ist ja offensiv mega geil. Den habe ich auch überlegt, ob ich den reinnehmen will. Aber dann dachte ich mir, der hat mehr Showtime gehabt als das arme Porygon Z. Togekiss hat sie wirklich noch, okay. Ah ja, stimmt, ja klar, Regional Form von Togekiss. Was ist denn das für eine dumme Frage? Na klar hat sie das Teil. Dann hat sie auch automatisch eine Regional Form. Ich weiß nicht, warum ich da nicht früher drauf gekommen bin. Das war auch relativ dumm. Und das Togekiss hat man ja davor auch noch nirgendwo irgendwo gesehen. Togetick glaube ich ja, aber Togekiss nein. So, damit ist das Teil auch weg. So. Noch zwei Pokémon, oder? Oder drei? Ich weiß gar nicht. Krippuk, Togekiss, Dingsbums. Wie heißt das? Noch irgendwas hatten wir doch gerade besiegt, dessen Namen mir gerade nicht kommen möchte. Sie hat ein Garchomp und es ist Level 78 und es ist nicht schneller als mein Pferd. Somit war es das auch mit Garchomp. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das... Ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster und sage, dass das Pferd die stärkste Regionalform ist, die es gibt. Weil Zugriff auf Nasty Plot, Wasserfee als Typing und halt Eisstrahl als auch Psychokinese als Coverage zu haben. Mit Adaptability, mit 110 Speed, 120 Base Special Attack, ist absolut krank. Lucario, der könnte jetzt noch eine Prio-Attacke haben. Gucken wir mal. Der kriegt jetzt erstmal seinen Boost, seinen Instinct-Boost. Und da kommt auch nochmal die Prio-Attacke. Die gönne ich, den Kill gönne ich ihr. Schauen wir mal, ob unser Medicham nochmal was reißen kann. Lucario greift immerhin speziell an, hat ja den Attack-Boost bekommen und nicht den Special-Attack-Boost. Das heißt, den hier sollten wir auf jeden Fall leben. Wobei, was heißt auf jeden Fall? Der ist Leben Mob Lucario. Ich weiß nicht, ob der nochmal irgendwie einen Buff bekommen hat, aber Gott sei Dank leben wir den dann. Dann darf Medicham auch nochmal einen Kill machen. Ich habe das Gefühl, der hat in dieser Liga gefühlt gar nichts gemacht. So vom Feeling her zumindest, muss ich sagen. Und dann kommt das letzte Mon, was, I guess, einfach Milotic sein wird. Ich meine, das Ding ist halt, Cynthias Team ist per se einfach schon stark. So, da kann man nichts sagen. Und Raichu war natürlich das Mon, was wir besiegt hatten. Deshalb wird das reinpassen statt Roserade. Ja, es kommt wirklich einfach nur Milotic. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen schade, muss ich tatsächlich sagen, dass es in Anführungsstrichen nur Milotic ist und alles sehr ähnlich geblieben ist. Aber I mean, am Ende, ah ja, stimmt, das ist eine Fee. Am Ende des Tages ist das auch noch mal eine Wasserfee. Sie hat das Raichu bekommen, sie hat das Togekiss bekommen. Und die anderen drei plus Lucario sehe ich ein, kann man mit reinnehmen als ein Mon, das schon man mit Cynthia durchaus auch verbinden kann, dass sie reinpassen. Ich persönlich hätte Lucario nochmal ausgetauscht
Und hätte, weiß ich gar nicht, maybe das Medicham oder so hingepackt. Irgendwas anderes hätte ich da noch hingepackt, muss ich sagen. So, lass uns doch das Ding mit unserem Porygon-Set besiegeln. Ich glaube, der war jetzt auch nicht so viel auf dem Spielfeld. Dann darf der jetzt nochmal hier seine Zap-Cannon raushauen. Und das wird auch Milotic definitiv nicht überleben. Und hiernach war es das aber noch nicht, ne, Freunde? Also wir haben jetzt noch einen weiteren Kampf in der Contest Hall, wo wir einen Post-Champion-Kampf haben gegen den werten, den Kapaloris-Typen. DJ irgendwas. Ich wollte gerade DJ Bobo sagen, aber nein, ich weiß gerade nicht mehr, ich weiß gerade echt nicht mehr, wie er heißt. Gar keine Ahnung mehr. Aber hey, im Endeffekt sind wir jetzt Champion der Region. Dann gucken wir uns noch diesen wundervollen Kampf an. Ich habe eigentlich gehofft, der sagt mir jetzt noch seinen Namen, weil ich habe ihn einfach vergessen. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist das ein Name, den man komplett im Kopf hat. Sogar Mirror B. Was? Oh. Ja, natürlich ist das ein Doppelkampf. Ich bin ja so dumm. Das ist ja mega offensichtlich, dass das ein Doppelkampf ist. Ich dachte mir gerade so, boah, ich frage mich, was in diesem Kampf wohl passieren wird. Aber dass das ein Doppelkampf ist, ist ja komplett offensichtlich. Das ist ja der XD-Kolosseum-Gegner. Ich weiß gar nicht, wen ich wie angreifen soll. Ich glaube, ich double-targete jetzt einmal mal. Oh, stimmt, Orkan hittet ja alles auf dem Spielfeld. Oh. Ah, dann rock-climben wir, denke ich, Pelipper. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, eigentlich hätten wir sogar Fliegen auf Kapaloris drücken sollen. Das Hauptsache, einer killt das Teil. Weil Kapaloris ist das beschissenste Mon auf diesem Spielfeld, was wir auf jeden Fall loswerden müssen. Danach können wir Porygon Z reinschicken, Pelipper rausnehmen, gar kein Ding. Ist nicht schwierig. Lebenmob hat der natürlich. Damit sollte er weg sein. Und ich vermute, Pelipper wird auf dem... Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob Pelipper... Ja gut, Luftschnitt wird er wahrscheinlich haben, weil wenn Orkan einfach alles trifft, dann halte ich das eher für unwahrscheinlich, dass er das neben meinem Ludicolo drückt. Aber damit ist der schon mal weg. Boah, in meinem Kopf rattert es die ganze Zeit, wie der Typ nochmal heißt. Er geht wirklich auf Orkan. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Der hätte doch seinem eigenen Ludicolo massiven Damage abgegeben. Naja, soll okay für mich am Ende des Tages sein. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe immer Major Bob im Kopf. Wir leben ein. Trotz Minus-Bedef-Wesen, das ist krass. Da merkt man, dass Pelipper einmal jetzt nicht gerade die offensiv beste Granate an der Stelle ist. Wobei, ich meine, er hat halt super starke Moves. Cricketune. Ja, das passt aber auch sehr gut zu ihm, muss ich sagen. Ich habe mir gerade gedacht, okay, ist ein bisschen weird. Aber es passt schon sehr gut zu ihm. Der ist schneller und drückt Boomburst. Aber das hätte doch auch schon wieder alles auf dem Spielfeld. Hat der einfach nur Mons, die gefühlt einmal alles auf dem Spielfeld angreifen? Alter. Warum macht das schon wieder so? Das ist doch einfach ein normal Move, Cricketune. Hat Cricketune irgendeine Fähigkeit, die das zu, keine Ahnung, Kampf oder Käfer macht? Weil, also ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sagt, der war, ich bin mir eigentlich recht sicher, dass der Käfer Kampf war, wenn überhaupt. Käfer normal wäre weird. Würde aber natürlich den Boomburst Damage durchaus auch erklären. Und mir gefällt es gerade nicht, wie viele Pokémon bei mir so schnell umkippen. Das ist schon... Der ist schon eine sehr hohe Anzahl, muss ich sagen. Ich meine, wenn er Boombursten will, dann holen wir mal Felix rein. Der sollte da auch ein bisschen besser dastehen und ein Export. Oh mein Gott. Jetzt können sie beide Boombursten. Und beide haben potenziell Zugriff auf Soundproof. Wir gehen mal auf Rock Smash gegen Exploud und mit Zap Cannon auf Cricketune. Da kommt der Boomburst. Und ich wette, das hittet jetzt Exploud nicht durch Soundproof, oder? 100%. Und er schallert mir einen Flammenwurf rein. Ich glaube, wir verlieren diesen Kampf, ne? Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Okay, er hat doch kein Soundproof, dann macht er wenigstens seinem Partner immensen Damage. Mit einem Flammenwurf im Regen können wir dann maybe wenigstens überleben. Alter, er killt einfach sein eigenes Exploud. Ist das ein Crit? Das ist ein Crit, oder? Er hat einfach seinen eigenen Partner gekrit. Jetzt hätte ich gern Boomburst gedrückt. Bullet Punch gedrückt, nicht Boomburst. Da kommt eine Heil. Aber die resistieren wir. Aber es ist Regen. Schwierig. Aber ich glaube, wir leben die. Sollten wir leben, oder? Bitte? Gott sei Dank. Es wäre jetzt deprimierend gewesen, wenn nicht. Und Exploud killt sich an seinem eigenen Lebenorb. Das ist auch schön zu sehen. Gut, der Zertrümmerer. Warte, war das neutraler? Da stand. Es hat sich nicht nach resistiert angehört. Das ist schon wieder ein Crit, ne? Ey, was ist denn heute mit den Crits los? Und Tatsache, das Teil ist Käfer normal. Das ergibt voll Sinn mit dem Boomburst Damage. Okay, und dann heißt. Das heißt, wir können in der nächsten Runde ihn mit Bullet Punch rausnehmen. Ich will halt Marius noch nicht reinschicken, weil das so gefühlt das Mon. Ja, gut, dass wir den nicht reingeschickt haben. Das Mon ist, was mir zur Not den Popo retten soll. Boah.
Also wir Bullet Punchen Quicketune weg. Wir gehen, denke ich, auf Sikais. Ja, wobei, was ist, wenn Statik triggert? Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, das Electrode macht mir gerade ein bisschen Kopfzerbrechen. Weil der könnte relativ easy mein Dings besiegen. Mein Pferd. Und das finde ich nicht gut. Donner kommt natürlich. Und das war es auch mit Cherox. Absehbar. Keine Surprise an der Stelle. Und dass wir das nicht leben, überrascht mich auch nicht. Wie viel macht eine Seedbomb? Also das sollte ja two-shotten, oder? Das Problem ist, er hat auch noch einen Mon. Das ist spannender, als es das sein sollte. Ne? Ich hasse alles daran. Ich hasse alles daran, dass das so spannend ist. Oh, bitte kritte ihn einfach weg. Oh mein Gott. Warum so wenig? Warum so knapp? Ich hasse es. Was hat er noch so? Dragonite. Oh Gott. Ja, das ist super kacke. Weil wir müssen den Moonblasten und ich muss auch mit Sikai Slam auf Drago rangehen. Der ist der schnellste und geht auf Drachenklaue. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wieso ist er der... Was macht Electro zum Teufel? Bitte leb ein. Komm, du lebst ein, oder? Jawohl. Donner. Oh, bitte. Boah, Donner ist schwierig. Bitte leb ein. Das wäre jetzt immens wichtig. Das wäre jetzt schon sehr wichtig. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt noch mehr... Also wir müssen mit beiden leben. Wenn wir mit beiden durchkommen, könnte es klappen. Ja, killt. Weißen kriegt es. Wow. Damit verliere ich jetzt unironisch diesen Kampf und muss ihn nochmal machen, damit ich einmal nur sehe, was zum Teufel der letzte Dings ist. Weil ich glaube nicht, dass wir den jetzt mit Sick... Ah, der hat Swift Swim. Der hat ja auch Swift Swim, stimmt. Das Kill one-shottet den die meist. Dafür ist der zu bulky. Oder? Oder auch nicht. Wir kriegen schon... Was ist in dem Kampf los? Und wir kriegen Death Boost. Ja, also wenn Electrode halt jetzt Coverage hat, um uns zu besiegen, dann war es das logischerweise. Wenn nicht, dann, ja, dann logischerweise nicht. Und dann müssen wir nochmal ran. Worauf ich eigentlich keinen Bock habe, um ehrlich zu sein, aber es geht halt nicht anders. Bitte habt nichts, aber der hat sicher Signip. Er hat nur Donner? Maybe ist auch Specs. Das ist eine vierfache Resistenz. Ich glaube, es ist sogar Specs. Oh mein Gott, wir kommen wirklich... Oh, das freut mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Dass wir diesen Kampf jetzt nicht verloren haben. Gut, ich hätte auch noch ein Heil-Item einsetzen können, bin ich ehrlich. Aber ich wollte den jetzt gerne ohne Heil-Item spielen. Und weil wir haben ja auch in der Liga, glaube ich, nicht einmal... Ich glaube, ich habe nicht einmal ein Highlight-Item eingesetzt. Ich bin mir gerade unsicher. Okay, er labert irgendwas von Shadow-Pokémon. Aber... Okay, das ist sein altes Leben gewesen. Na gut, dann kriegen wir... Ich dachte, maybe kriegen wir das Shadow-Pokémon jetzt. Also so Shadow-Lugias wäre cool gewesen, aber hey. Guti, dann war das... inoffizielle Finale, nenne ich es jetzt mal. Ich hoffe, es hat euch gepasst, wie ich das jetzt noch dargestellt habe, zusammengeschnitten habe am Ende. Ich hoffe, es ist einmal okay. So ein kleiner Bonus, weil ihr hattet alle Bock drauf. Es freut mich sehr, dass alle mega Spaß mit diesem Projekt hatten. Ich natürlich auch. Ist natürlich doof, dass wir mal wieder ein Projekt in der Siegelstraße verloren haben. Aber hey, was soll man machen, ne? Das ist das Ding. Also verloren ist die Challenge auf jeden Fall. Ob wir das Spiel hier nochmal anfassen werden, weiß ich nicht. Müsste man mal gucken. Schauen wir mal. Vielleicht im Stream als Regional-Variante, so mit nur Regios oder so. Oder mal als so ein One-Hit-Wonder, wo ich alles zusammengecuttet einfach da habe oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich denke eher nicht. Aber ich denke, ich bin eigentlich auch sehr zufrieden mit diesem Projekt hier. Ich denke, es ist auch ganz gut, dass wir jetzt doch noch diesen Bonus gemacht haben, weil es hat jetzt doch nicht so lange gedauert zum Aufnehmen am Ende, wie ich dachte. Dadurch, dass ich halt jetzt auf die Nasok-Regeln geschissen habe, weil ich beim letzten Mal in Inclement Emerald haben wir es ja so gemacht, dass ich dann nochmal Nasok-mäßig auch die Liga spiele und so, und dadurch dauert das dann natürlich auch nochmal länger. Ich denke, das ist alles gut, so wie es jetzt ist. Ich hoffe, damit habt ihr auch alles gesehen. Spaßfakt am Rande. An der Stelle, wo wir gewiped sind, haben wir alle Regionalformen sogar schon gesehen gehabt, also es gab keine neuen mehr, die wir hätten sehen können. Ich habe extra nachgeguckt, wir haben alles gesehen an der Stelle, was es an Regionalformen hier gab. Und dementsprechend verabschiede ich mich nun, es hat sehr viel Spaß gemacht, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann und ciao. Bye, bye.